Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Dave and Diver. So schnell wie er gekommen ist, so schnell lässt du am besten ein Abo da. So, ich bin davon ausgegangen, dass es die Seevolkszivilisation wirklich einmal gab, aber der Gedanke, dass es lebendes Seevolk gibt, das ist wirklich der Fund des Jahrhunderts. Das verdanken wir dir, Dave. 500 Oliven, schwarzer Pfeffer, alles dabei. Wir müssen allen Nachrichtenkanälen der Welt davon berichten. Warte, ich glaube, das könnte riskant sein. Aber warum? So bringen wir die Leute in Scharen hierher. Das wäre egal, wenn es sich um die Ruinen handeln würde, aber das ist lebendes, weil ich immer leben, lebendes Seevolk. Das würde mit Sicherheit auch Wilderer anlocken. Sie werden anfangen, das Seevolk zu jagen. Da man damit eine Menge Aufmerksamkeit erhält, nämlich. Ja, das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir zuerst einen Übersetzer bauen, der ihre Schallwellen analysiert und herausfinden, was sie überhaupt sagen? Ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen haben. Zuerst benötigen wir eine Steintafel des Seevolks, auf der sich ihre Schrift befindet. Und ein Mikrofon brauchen wir, ja. Ohne Mikrofon geht das nicht. Aber auch ein Amethysten. Also wenn ich richtig liege, sollte sich das Mikrofon unter dem versunkenen Schiff befinden und die Steintafel wahrscheinlich im Aufzeichnungsraum. Ich habe auch gehört, dass man Amethysten in Tiefen von 100 Metern und darunter mit einer Spitzhacke abbauen kann. Der Aufzeichnungsraum, das Schiff und wenn du dir die Orte nicht merken kannst, schau einfach in deiner Aufgabenliste-App nach. Ich aktualisiere dir die Informationen dort. Minuten unter Wasser gewesen, aber 221 Meter tief. Aber nichts am Fische oder so, ne? So, aber wir haben richtig viele Quallen gesnackt. Udo. Wer war denn Udo nochmal? Wer war Udo? Lass mich hier mal überlegen. Udo. Udo Lindenberg? Ich weiß es nicht. Fotograf? Warte, kann ich einen Moment mit dir reden? Ja, um verzeihen, du bist. Ach, wir kennen Udo gar nicht. Ich sollte mich natürlich erst einmal vorstellen. Ich bin Reporter der Zeitschrift Fisch der Woche und mein Name ist Udo. Oh, die habe ich schon einmal gelesen. Es geht bei euch um seltene Fischarten, oder? Oh, hast du das? Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass das blaue Loch einmal diverser Fischarten hieß. Ja, stimmt das? Ja, das kann man sagen. Es gibt hier Fischarten aus aller Welt. Oh, das habe ich schon geahnt. Also ich bin hier genau richtig. Ich würde gerne selber Fotos für das Magazin machen, aber leider kann ich gar nicht tauchen. Apropos, würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Fotos? Ja, wie sehr hast du eine gute Kamera? Oh, die ist von Dr. Bang. Aber ich bin kein Profi-Fotograf. Ich weiß gar nicht, ob die Bilder gut genug sein werden. Oh, keine Sorge. Da du bereits die Fisch der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Ja, ja. Und ich werde dich natürlich auf den Aufwand entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Haha. Okay, wenn du was sagst. Alles klar. Ja, dann die schöne Unterwasserwelt zu fotografieren wird bestimmt Spaß machen. Fotopunkt. Du kannst an einem Fotopunkt Bilder von Lebewesen machen. Bringe deine Bilder zu Udo, um Belohnung zu erhalten. Ey, gibt's da unten auch Schildkröten und Robben? Der sieht aus wie Ben, er ist so knuffig. Aber Ben ist ein Eisbär, aber er sieht aus wie Ben. Bumm. Jetzt haben wir Udo in der Kontaktliste. Da, ein Udo. Ein wildes Udo ist erschienen. So, was haben wir hier denn jetzt Schönes? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der ist leider der Zigarettenhai, ne? Zigarrenhai. Lustig. So, dann hier unsere Rippenqualle. Nicht Rainbow-Qualle oder so?
Und die Blutbauchrippenqualle. Mhm. Dann haben wir hier von die bessere Vision gesammelt. Noch irgendwas? Oh, warte mal, hier rechts. Ah, da, der. Langnasenchimäre. Natürlich ist das die Langnasenchimäre. So, was haben wir hier? Der Qualen will ich ja nicht abgeben, aber den. Den können wir abgeben. Und was kriegen wir als nächstes? Tigermuren. Okay, ich meine, man kann die auch gezielt suchen. Ne? Ich muss mir das vielleicht merken oder aufschreiben oder einfach vorher gucken. Ich meine, jetzt sehe ich das. Orangener Seestern. Und jetzt springe ich da rein und dann sammle ich orangene Seesterne, oder? Und Muscheln. Okay, Musik haben wir auch wieder eine neue. Gut. Da war ja nichts. Ich will Mini spielen. Gut, dann iDiver bringt uns gar nichts im Moment. Vielleicht hat er noch was. Was noch irgendwas? Na gut, dann auf Droh2O. Es geht los. So, orangenfarbene Dinger. Erstmal hier Kisten öffnen, ne? Wir müssen erstmal unser Loot verbessern hier. Boom. Oder sowas einschnecken. Links eine Waffe. Level 2 Gift-Tapone. Wir können immer noch Quallen sammeln, ne? Denk dran. Also, wenn wir Quallen finden, dann let's go. Oh, was ist das denn? Katzenfutter? Hä? Wie? Warum? Soll ich es Mo geben? Gibt doch nicht einfach irgendwelches Katzenfoto von irgendwelchen Tiefseegewässern. Guck mal, hier links. Als ob es da reingehen würde. Brauche ich dich? Ja. Ja, nochmal einsnacken. Ziemlich viel versteckt, ne, in letzter Zeit. So. Was jetzt? Ja, was ist das denn mit dieser seltsamen Koralle? Das Spiel entwickelt sich immer weiter. Krieg ich ein Foto? Ein Futti die Mare. Der lacht mich aus. Dieser Tintenfisch. Er hat mich mit Tinte vollgesprüht. Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege. Ich komme. Wo ist er hin? Ja, er wäre da links. Hab ich dich ja nicht eingeholt. Als ob ich unter Wasser unter Atem wäre. Also außer Atem. Also. Na gut, ich bin fett, ne? Du bleibst jetzt. Was hat er jetzt vor? Quetscht er sich da zwischen Stein und Metall? Oh nein. Er ist durch einen Türspalt entkommen. Da passe ich aber nicht durch. Aber da fällt mir ein, ich könnte Sport machen. Oder ich könnte doch den Brennschneider von Dwarf benutzen, um mich durchzuschneiden. Warte nur, Tintenfisch. Alles klar, jetzt wird wieder geschwiezt. 3, 2, O, go!
Ich glaube, sowas ist auch mit der Maus besser, ne? Also da oben links habe ich verkackt, das sieht man auch. Bleibt da einfach kurz stehen. Gut. Was passiert, wenn ich bad, dann passe ich da nicht rein. Okay, ja, dann gucken wir mal rein. Ne? Oh, ja, eigentlich will ich was anderes machen, aber naja. Du da! Jetzt kannst du dich. Jetzt kannst du nicht mehr entkommen. Gib auf! Heute Abend gibt es heute Tintenfisch. Sashimi. Ist das das Kind vom Kraken? Oh, er zweckt sich da ins kleine Löchlein rein. Och nein, er ist schon wieder entkommen. So schnell. Aber es scheint etwas fallen gelassen zu haben. Natürlich. Verrostetes Tintenfischarmband. Ein seltsames Armband, das ich bei der Jagd nach einem Tintenfisch gefunden habe. Vielleicht kann ich irgendwie seine besonderen Eigenschaften herausfinden. Boah, scheint ein Artefakt zu sein, ne? Ja, das sollte ich an die Oberfläche mal identifizieren. Natürlich. So, snacken wir uns noch hier ein bisschen Sauerstoff. Di 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 babo. So, weiter geht's. Nicht ablenken lassen. Das war bestimmt das Kind vom Kran. So, gehen wir mal hier kicken. Wir brauchen Quallen, 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 brauchen Quallen, 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 brauchen Quallen, 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 das wollen wir. Wir wollen Quallen, Quallen, Quallen. Na, Betäubungswaffe bringt uns jetzt gerade nichts. Kurz warten. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ist da was? Hier oben so ein Geheimnis oder so? Wir wollen Quallen, 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 wollen Quallen, Quallen. Ja, die Bestäubung. Oh, da ist wieder der fette Hai. Okay, vielleicht kriege ich hier einen guten Schuss. Für den Hai. Jawohl, Sniper. Headshot. Mit. Schließlich habe ich vorhin die ganzen 15 Kilo Dinger einfach sein lassen. Ne? Es tut mir leid. Es kommen immer zwei. Es kommen immer zwei. Hätte man mit rechnen müssen. Ja, shit. Ist da oben eine Quelle? Nee. Ja, die fangen dich trotzdem. Also, du bist so fett. Okay, du bist so fett. Und ihr? Ein. Wow. Ach ja, machst du nix, machst du nix. Was soll man sonst machen, ne? Also dieses eine Frachtschiff, was da gerade war, das war aber nicht mein Frachtschiff, oder? Achso, wir müssen ja eh in ein Frachtschiff wegen... wegen Mikrofon, ne? Dann können wir doch mal rein wegen Mikrofon. Hier liegt ein Mikrofon, siehst du. Intercom-Mikrofon.
relativ gut erhaltenes Mikrofon. Es wurde anscheinend für die Durchsagen an Bord des Schiffes verwendet. Ja, ah, wir haben einen Bauchteil des Übersetzers schon mal gefunden. Jetzt fehlen nur noch Amethysterz und die Scheinplatte des Volkes. Natürlich. Und das funktioniert natürlich einwandfrei. Was kriegen wir hier noch? Plum. Brauchen? Da wollte ich eigentlich auch mal nachgucken, ne? Ob eine so eine Soja-Gedöns für ein Gericht ist, oder ob man das auch aufteilt, so auf 5 Gerichte oder so. So, die Muni nehmen wir hier noch mit und dann hoch. Mann, ich will eigentlich verkaufen, ich will Geld verdienen. Ich will mehr schleppen können. Am besten direkt doppelt leeren, also am besten irgendwie 3000 oder so. Ja, ja, man kann nicht alles haben. Aber vielleicht gibt's ja morgen Kohle ohne Ende, wegen den ganzen Qualen, wegen der Qualenparty, ne? Weiß man nicht. Weiß ich. Bin zu schnell für dich. Boxhandschuhe. Maximale Kombos 3. Schaden 10. Soll ich den mal wegboxen? Komm mal her. Versuch den mal wegzuboxen. Naja. Haben wir Besseres erwartet. Vor allem hat das nicht mal Rückschuss oder so, also. Er hat mich gut gehauen, hat er mich. Das war neu. Da muss ich einsammeln. Das kannte ich noch nicht. So, jetzt sind wir hier wieder in den Tiefen. Blaue Muschel. Ja, brauche ich nicht. Muscheln haben. Quale meine ich. Entschuldigung. Hab Qualen gemeint. Ob man die auch irgendwie machen kann? Da ist die Spitzhacke. Das brauchen wir für das hier nämlich. So, jetzt fehlt nur noch für die Fertigstellung des Übersetzers die Steinplatte. Ey, vielleicht kriegen wir die jetzt auch noch. Aua. Den nehmen wir mit. Der schwimmt auch immer alleine nur rum, ne? Ist das mal aufgefallen? So, dann nehmen wir hier das Ding. Die Steinplatte, kriegen wir die weiter tiefer oder nicht, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Soll ich weiter runter oder nicht? Wegen der Taschenlampe. Ah. Nee, das ist mein Lebensretter, den brauche ich. Scheiß auf den lieber dann. Ach, weiß was, wir sammeln das jetzt auch noch eben ein. Dann haben wir wenigstens alles. Das ist ein Gotteslachs. Sag mir jetzt nicht, dass der mich frisst. Also dann kotze ich im Strahl. Sieht aus wie ein Sonnenbarsch. Ich habe noch nie einen gesehen. Nimm doch ein Bild.
Als Andenken auf, ja? Scheiße, habe ich das jetzt verkackt, das Bild? Ah ja, ich muss ja gedrückt halten, Entschuldigung. Stimmt ja, mit dem Fokus war das ja... Ich will den großen haben. Da kommt der Große. Nee, das ist ja ein Arsch nur. Fange Gott 2 auf einmal. Okay. Das will ich haben. Neue Aufnahme. Beide auf einmal. Okay. Das heißt, in deren... Da jetzt zum Beispiel. Jawohl. Aber fangen kann man ihn nicht, wa? So, was haben wir hier? Doch, die kann man fangen, oder? Nee, kann man nicht fangen. Was ist das? Das ist ein Werfer. Ups, Technikgeschwafel. Ey, für den? Oder für den. Er will mich einsammeln. Alter, ich habe ihm alles gegeben. Er ist tot! Easy! Er ist vergiftet. Einfach ein halb Kilo. So, jetzt bin ich auch voll wieder. Boah, den habe ich aber gezeigt. Aber dem... Der Krabbel da unten habe ich gar nichts getan, ne? Joa, Was mach ich denn? Wegen der Krabbe jetzt. Muss ich die irgendwie hauen oder so? Mit der Spitzhacke? Oh. Was macht man gegen die Krabbe? Also wenn selbst nicht mal der kann, die Bombe vielleicht. Versuch das mal mit der Bombe. Also der Granatwerfer hat ja gar nichts gebracht. Aber vielleicht... Na komm. Oh, shit. Ich muss hier weg. Puh, stell mal vor, ich hab mich selber gepflückt. Das wäre ja der Hammer gewesen. Ist das eine Annäherungsmine? Egal, lassen wir die Krabbe erstmal Krabbe sein. Ah, da ist auch noch eine Krabbe. Was macht man gegen die Krabben? Sammy. Dich habe ich. Ich meine, oben war noch Munition. Ah, jetzt bin ich eh voll. Da ist wieder so ein Schild nach oben. Ja, also.
Wie viel Kilo bin ich drüber? Na, sagen wir mal 3 Kilo bin ich. Vielleicht 5 sogar. Da müsste ich ja wieder so ein Tigerhide theoretisch. Oder den. Der ist eh tot. Morgen ist Quallentag. So, 2 Schuss hätte ich sonst noch, wenn wir noch irgendwelche Quallen finden sollten. Das Seevolk-Gedöns, das finden wir ja in der Aufzeichnungsraum, das finden wir ja gar nicht hier unten. Ich habe gedacht, hier unten findet man das, weil hier ja auch diese Schilder sind. Habe ich mich erschrocken. Scheiße, ich sehe gerade, dass wir ein bisschen out of. Da müssen wir hin. Weg. Ja, das kommt, weil ich die ganze Zeit immer so schnell schwimme. Verbrauche ich natürlich dadurch viel mehr Sauerstoff, ne? Aber war nicht hier noch irgendwo was? Also zur Not habe ich ja noch was dabei, ja Mann. Aber das soll ja eigentlich mein Notfallding sein, ne? Aber offensichtlich brauche ich das jetzt schon. Wir sind noch viel zu tief. 140 Meter. Wenn ich so gerade hochschwimme, dann ja, verbrauche ich mehr als ich. Oh, da. Gott, hab nichts gesagt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder in einer frischen neuen Folge. Jetzt sind wir ja aus der Gefahr raus. Selbst wenn ich jetzt noch Muscheln finden würde, haben wir dafür auch, also was könnte man wegschmeißen? Irgendwie gar nichts, ich will das alles behalten. Ich meine, wir haben wirklich in den letzten Tagen genug Quallen gesammelt. Deswegen lasst mir doch ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den ganzen... Hoi.